Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Es ist erst die zweite Klausur der neuen Bundesregierung und bestimmt wird sie durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach der Kritik an Kanzler Scholz im Zusammenhang mit der Lieferung schwerer Waffen an Kiew geht es um den künftigen Kurs in der Ukraine-Politik. Zum Auftakt sicherte Scholz den Regierungschefinnen von Schweden und Finnland Unterstützung zu, falls beide Länder der NATO beitreten wollen. Der Kanzler hat eingeladen und die Ministerinnen und Minister sind gekommen. Alle auch befasst mit eigenen Themen wie beispielsweise Corona. Doch der Ukraine-Krieg überlagert momentan alles. Dessen Folgen, etwa für die Wirtschaftspolitik der kommenden Jahre, seien bislang noch schwer zu überblicken. Zumal der Kampf gegen den Klimawandel die Situation noch zusätzlich verschärfe. Deshalb wird es so sein, dass wir mit Wissenschaftlern darüber diskutieren, was das für das ökonomische Modell unseres Landes bedeutet, wie wir sicherstellen können, dass in 10, 20, 30 Jahren wir noch gute Arbeitsplätze haben, trotz all der Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Auch sicherheitspolitisch wirft der Ukraine-Krieg Fragen auf, für Deutschland und für seine Partnerländer. Als gute Freundinnen begrüßte Scholz die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, links im Bild, und ihre schwedische Amtskollegin Magdalena Andersson. Beide Staaten erwägen aktuell einen NATO-Beitritt. Ich schätze die starke Verbindung zwischen unseren Ländern wirklich sehr und möchte diese noch verstärken. Der russische militärische Angriff auf die Ukraine ändert alles und hat erhebliche Konsequenzen für Europa und für Schweden. Eine endgültige Entscheidung dazu sei jeweils noch nicht gefallen, soll aber spätestens bis zum NATO-Treffen Ende Juni kommen. Für den Fall eines Aufnahmeantrags hat der Bundeskanzler heute beiden Ländern schon die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Tina Hassel auf Schloss Meseberg. Heute waren also die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland dabei. Nochmal zum Verständnis, inwiefern gab es da Gesprächsbedarf mit Deutschland? Nun, wir haben es ja gehört, es könnte möglicherweise sehr schnell gehen und die beiden Länder ihren Beitritt zur NATO beantragen. Und dann könnte es eben eine gefährliche Zwischenzeit geben, bis wirklich dann der Artikel 5 als Schutz greift. Und deshalb ging es heute zum einen darum, mit einem wichtigen, starken NATO-Land wie Deutschland sich noch einmal rückzuversichern, dass dies auch wirklich unterstützt, den Beitritt. Das haben wir gehört, das ist passiert. Und hinter den Kulissen war die Frage, wie man möglicherweise für diese schwierige Phase die Sicherheit der beiden Länder mit gewähren könnte. Wie, das hat man natürlich nicht gesagt, aber auch darum ging es jetzt hier. Es geht auf dieser Klausurtagung auch um Deutschlands wirtschaftliche Zukunft. Welcher Weg zeichnet sich da ab? Ja, wenn man das wüsste. Es geht darum, und darüber wird im Moment beraten, wie man harte Sanktionen noch verschärfen kann, dass sie Russland schaden, aber nicht Deutschland zu sehr schaden oder Europa. Und wir haben es ja gehört, es könnte jetzt schnell gehen mit einem möglichen Ölembargo. Da treibt ja Deutschland. Und da lässt man sich hier von Wissenschaftlern, einem Wirtschafts- und einem Konjunkturwissenschaftler heute noch mal beraten. Einer eher arbeitnehmernah, gewerkschaftsnah, der andere eher arbeitgebernah, was denn das wirklich bedeuten könnte. Und um 18.30 Uhr wird es auch noch mal eine Pressekonferenz, ein Pressestatement von den Ministern Habeck und Lindner dazu geben. Tina Hassel, danke schön für den Ausblick. In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat die russische Armee einen neuen Angriff auf das Azow-Stahlwerk gestartet. Es wurde nach ukrainischen Angaben die ganze Nacht über bombardiert und werde nun gestürmt. Das russische Verteidigungsministerium warf den im Stahlwerk verschanzten Kämpfern vor, sie seien während der Waffenruhe an ihre Feuerstellungen zurückgekehrt. Damit ist fraglich, ob aus dem Stahlwerk noch weitere Zivilisten in Sicherheit gebracht werden können. Der ukrainische Fernsehsender Unyan verbreitet über Telegram diese Bilder. Sie sollen den Sturm russischer Truppen auf das Azow-Stahlwerk in Mariupol in diesen Stunden zeigen. Auch heute erwartet man in Saporischschja wieder Menschen aus dem eingekesselten Stahlwerk und dem umkämpften Stadtgebiet. Man sei auf alles vorbereitet. Wer in diesen Bussen zu uns kommt, das wissen wir nicht. Wir sind auf alles eingestellt, auf Verbrennungen, Knochenbrüche, Wunden und Infektionen. Wie die Lage in der hart umkämpften Stadt Mariupol ist, zeigen diese Bilder von gestern.
Viele Wohnhäuser sind unbewohnbar. Am Morgen fängst du an zu weinen und am Abend weinst du immer noch. Wohin ich gehen soll, das weiß ich nicht. Ich bin nicht alleine. Stellen Sie sich vor, alles ist zerstört. Wo sollen die Leute hin? Die sitzen hier mit kleinen Kindern. In von Russland eroberten Orten wie Melitopol machen russische Truppen klar, dass sie dauerhaft bleiben wollen. Auf dem zentralen Platz stehen Soldaten. Russische Lieder werden gespielt. Einige Bewohner scheinen sich mit einer russischen Zukunft abzufinden. Ich bin mit der roten Flagge gekommen. Russland hat gewonnen. Ich habe vor gar nichts Angst, weil wir gut mit den Russen gelebt haben. Eine Zukunft mit den Russen? Viele Ukrainer wollen sich damit nicht abfinden. Unterdessen ist Friedrich Merz mit dem Zug in die Ukraine gereist, wie er in einem Video mitteilte. Markus Preis in Kiew. Wir haben es gehört, heute ist der CDU-Vorsitzende Merz nach Kiew gekommen. Viel mitbringen kann er nicht als Oppositionsführer, aber grundsätzlich einmal gefragt, was erwartet die Ukraine jetzt von Deutschland, vom Westen insgesamt? Ja, ich fange mal mit einer Nachricht an, die uns auch gerade erst vor ein paar Minuten noch mal erreicht hat, nämlich aus der Delegation von Friedrich Merz. Friedrich Merz hat offenbar doch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Das Gespräch soll gut eine Stunde gedauert haben. Über Details ist nichts bekannt. Darüber will Merz erst den Bundeskanzler informieren. Was kann er dann zurückbringen als Botschaft von Volodymyr Selenskyj? Vielleicht die Botschaft, die der ukrainische Präsident in der vergangenen Nacht auch über Telegram verbreitet hat. Er hat da gesagt, er erwartet jetzt schnell neue Sanktionen von der EU, vor allen Dingen das Ölembargo. Aber er hat auch angeregt, den ganzen Handel mit Russland zu stoppen. Wie gesagt, was genau besprochen wurde, kann ich von hier aus jetzt nicht sagen. In der Hafenstadt Mariupol soll die Erstürmung des Azov-Stahlwerks begonnen haben, hören wir. Welche Informationen haben Sie darüber? Ja, beide Seiten, die russische Seite und die ukrainische Seite, bestätigen das mittlerweile. Und man fragt sich, eigentlich sollten doch da Zivilisten noch evakuiert werden. Die russische Seite argumentiert, dass während der Feuerpause ukrainische Soldaten in die Gefechtsposition zurückgegangen seien und deswegen man jetzt angreife. Der stellvertretende Kommandant des Azov-Bataillons, was ja in dem Stahlwerk ist, hat gesagt, dass es eine massive Bodenoffensive gäbe mit Panzern und dass die russische Armee auch mit Booten versuchen würde, noch mehr Soldaten dorthin zu bringen. Und er hat nochmal dringend danach gerufen, sozusagen, dass unbedingt die Zivilisten evakuiert werden müssen. Markus Preis, danke nach Kiew. Trotz der Folgen des Ukraine-Krieges, der deutsche Arbeitsmarkt bleibt auf Erholungskurs. Durch die Frühjahrsbelebung ging die Zahl der Erwerbslosen im vorigen Monat weiter zurück. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren im April insgesamt 2.309.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 53.000 weniger als im März und 462.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 5%. Nur noch 5 statt 10 Tage Isolation bei einer Corona-Infektion. Diese Verkürzung empfiehlt jetzt das Robert-Koch-Institut. Und dann ein anschließendes Freitesten. Die RKI-Richtlinie könnte nun die Grundlage für bundesweit einheitliche Regeln sein, wie sie von Ärzten gefordert werden. Unterdessen geht die Zahl der Neuinfektionen weiter zurück. Heute wurde sie mit 113.522 angegeben. Das sind rund 23.000 Fälle weniger als am vergangenen Dienstag. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 632,2. Auf 5 Tage verkürzte Quarantäne und in vielen Bundesländern Schluss mit Freitesten. Berlin bleibt allerdings dabei. Isolationsende nach frühestens 5 Tagen bei 48 Stunden Symptomfreiheit und nur mit negativem Schnelltest. Grundsätzlich könne man in der derzeitigen Situation mit vielen Geimpften und Genesenen die Isolationszeit verkürzen, sagen die Kassenärzte. Testen biete bei Omikron keine Sicherheit. Ja, wir wissen, dass gerade bei den Schnelltests die Ansprechbarkeit auf Omikron und seine Untervarianten sehr unterschiedlich ist. Es gibt verschiedene Tests, die das nur zu ganz wenigen Zeitpunkten wirklich sicher detektieren. Insofern sind gerade die Schnelltests aufgrund ihrer extrem unterschiedlichen Qualität und noch die zunehmend unterschiedliche Abnahmequalität, weil es gibt ja viele Testzentren, die die Standards wirklich nicht einhalten, eher unsicher. Doch die meisten Infizierten sind nach 5 Tagen noch ansteckend. Die verkürzte Isolation sei damit ein zweischneidiges Schwert, sagt der Infektiologe live Erik Sander. Von daher diese zusätzliche Sicherheit mit dem Test oder der freiwilligen weiteren Isolation, insbesondere wenn man sich noch krank fühlt, dann ohnehin. Auch der Hinweis, dass man vielleicht trotzdem auch noch konsequent eine Maske trägt, wenn man Kontakte hat.
Auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt einen negativen Test vor dem Beenden der Isolation. In den nächsten Monaten werde sich die Lage aber deutlich entspannen. Schon jetzt sinken die Zahlen der Intensivpatienten. Wie das Virus sich im Herbst wieder ausbreiten wird, kann heute allerdings niemand sagen. Und zur Börse jetzt, wo die Anleger heute auf den britischen Energiekonzern BP schauen. BP hat Zahlen vorgelegt. 20 Milliarden US-Dollar Verlust steht da in den Büchern. Und trotzdem steigt der Aktienkurs. Und da fragen wir nach Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Wie passt das zusammen? Es ist sogar ein fulminanter Anstieg, den die Aktien da hinlegen. Sie ziehen um fast 9% an. Sieht man nicht oft bei einem Konzern dieser Größe. Hängt damit zusammen, dass diese 20 Milliarden Verlust Abschreibungen sind. Das heißt also, BP hat sich konsequent aus dem Russlandgeschäft zurückgezogen, hat seine Beteiligungen dort aufgegeben, die Aktivitäten eingestellt und die Verluste eben in die Bilanz eingearbeitet. Das ist dieser Verlust. Ansonsten laufen die Geschäfte prächtig für die Ölkonzerne dieser Welt. Der Anstieg der Öl- und Gaspreise hat dazu geführt, dass bei BP die Umsätze drastisch angestiegen sind im ersten Vierteljahr um 40% und auch die Gewinne sprudeln kräftig. Nicht so kräftig sprudeln die Gewinne beim DAX. Der deutsche Aktienindex legt 69 Punkte zu, steht bei 14.007 Punkten. Ruhe vor dem Sturm heißt es hier, denn morgen entscheidet die US-Notenbank über die Zinsen. Dankeschön, Stefan Wolf nach Frankfurt am Main. Länderübergreifende Wahllisten und der 9. Mai als einheitlicher Wahltermin. Das Europaparlament hat sich für eine Reform der EU-Wahlen ausgesprochen. Die Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg stimmte heute für eine entsprechende Gesetzesinitiative. Konkret sollen 28 neue Sitze für transnationale Listen im Parlament geschaffen werden. Auch sollen nach dem Reißverschlusssystem zu gleichen Teilen Frauen und Männer kandidieren. Die Mitgliedsländer müssen diesen Vorschlägen noch zustimmen. Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen, sie haben in Deutschland zugenommen und jetzt sogar dafür gesorgt, dass Deutschland bei der Pressefreiheit im weltweiten Vergleich nur noch auf Platz 16 landet. Das zeigt das neue Ranking von Reporter ohne Grenzen zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit. In vielen Ländern habe sich die Lage verschlechtert. Als besonders schwierig gilt sie in Mittelamerika, beispielsweise in El Salvador, wo die Regierung seit Jahren kritische Journalisten bedroht. Seinen Wutanfall verbreitet Ernesto Castro selbst auf Twitter. El Salvadors Parlamentspräsident beschimpft Journalisten. Ihr wollt gehen? Haut ab! Attacken von höchster Stelle sind Alltag in El Salvador, berichtet der Journalist Sergio Arauz. Ihn hat der Präsident Nayib Bukele auf Twitter blockiert. Wir bekommen quasi täglich eine Ladung Mobbing in Twitter ab. Die Lage zwischen Presse und Präsident ist angespannt. Derzeit gilt ein Ausnahmezustand im Land und Bukele lässt massenhaft Bandenmitglieder verhaften, die er für eine Gewaltwelle verantwortlich macht. Nun brüstet er sich mit tausenden Verhafteten und verbittet sich jegliche Kritik. Journalisten, die ihn und die Aktion hinterfragen, werden scharf attackiert. Als Müll bezeichnete Bukele den Gang-Experten Juan Martinez. Er musste das Land verlassen. Der ganze Apparat hat mich beleidigt. 8 Parlamentarier haben mich mit Gefängnis bedroht. Das Parlament, dominiert von Bukeles Partei, hatte ohnehin die Gangart verschärft. Wer die Nachrichten von Banden verbreitet, dem drohen bis zu 15 Jahre Haft. Ein Gesetz, das auch Reporter trifft. Das ist ein Gesetz, das uns einschüchtern soll, das unsere Arbeit bremsen soll. Und doch, Arauz will weitermachen. Gerade jetzt sei kritischer Journalismus so wichtig. Und mehr zu diesem Thema gibt es heute Abend in einer Sondersendung bei Tagesschau 24 unter dem Titel Medien im Krieg, Pressefreiheit unter Druck. Um 20.15 Uhr gleich nach der Tagesschau. Und hier jetzt an dieser Stelle noch die Wetteraussichten. Morgen ist es wechselnd bewölkt, im Norden meist trocken. Vom Süden bis zur Mitte örtlich kräftige Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 21 Grad. Gleich folgt hier brisant. Um 20 Uhr haben wir dann hier eine neue Tagesschau für Sie. Und auf Tagesschau 24 und tagesschau.de halten wir Sie gern durchgehend auf dem Laufenden. Ihnen noch einen guten Nachmittag. Auf Wiedersehen.